Burger King Deutschland hat die Konsequenzen aus dem Hygieneskandal gezogen. Mit sofortiger Wirkung hat die Fastfood-Kette dem Franchise-Nehmer der Yico Holding fristlos gekündigt. Mit sofortiger Wirkung müssen alle 89 Filialen mit insgesamt 3000 Mitarbeitern geschlossen werden, darunter auch die Filiale in Fulda. Wir waren in der Innenstadt unterwegs und haben die Bürger nach ihrer Meinung gefragt. Ja, also wenn die diesen Hygieneskandal haben, dann ist es schon berechtigt, dass die da tatsächlich die Läden geschlossen bekommen. Wenn es so gravierend ist, ob es tatsächlich so gewesen ist oder nicht, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, aber naja, ist halt schwierig zu sagen, wenn man da jetzt nicht im Thema drin ist. Finde ich furchtbar. Also muss ich ganz ehrlich gestehen, ich glaube, wenn man essen geht, sollte man eine gewisse Hygiene einfach, sollte einfach eine gewisse Hygiene da sein und ich finde, sollte dem Gast auch gewährleistet werden. Deswegen finde ich es gut, dass es geschlossen wird. Ja, was haben wir da für eine Meinung zu? Ich denke mal, das wurde ja viel aufgebauscht durch diesen Sendeartikel im Fernsehen. Und ich denke auch, dass das viel auch von den direkten Konkurrenten kommt. Ne, und die Mitarbeiter, die da jetzt natürlich auf der Straße stehen, ist natürlich grausam. Ne? Ich esse kein Burger King, ich esse nur gesunde Sachen. Ja, das ist auf jeden Fall schlecht für die Mitarbeiter, das will ich auch gar nicht sagen. Und da müssen auch Lösungen gefunden werden. Es ist halt nur schade für die Kunden, dass dann, wenn keine Lösung gefunden wird, dann halt weniger Auswahl gibt. Natürlich muss man an die Mitarbeiter denken und es soll natürlich dann auch Lösungen gefunden werden. Aber irgendwo ist das auch für die Mitarbeiter schlecht, wenn sie ihre Jobs verlieren. Das ist der Punkt, der für die Mitarbeiter wahrscheinlich das Schlimmste ist, weil es sind ja auch Arbeitsplätze von bedroht. Wenn es aus hygienischen Gründen notwendig ist, finde ich es richtig. Schade um diese vielen Arbeitsplätze. Am Klettersportmarathon 2014 nahmen über 10 Kletterhallen teil. Auch Fulda war dabei. Das komplette Video findet ihr jetzt auf move36.de.